Heute nehmen wir Sie mit in die Punta Galera, und zwar an der Westküste von Ibiza, oberhalb von San Antonio. San Antonio ist die nächstgrößere Ortschaft in dieser Gegend. Und da kommt man auch durch, wenn man zur Punta Galera fahren möchte. Wenn man von Ibiza kommt, dann nimmt man dann die Serpentinenstraße hoch in die Hügellandschaft hinein. Und dann geht es nach der letzten Bebauung geht es links. Hier steht Punta Galera und dann eine holprige Strecke bis ans Wasser. Und da nehmen wir Sie jetzt mit. Die Punta Galera liegt im Westen der Insel und ist perfekt für Sonnenanbeter und Klippenspringer geeignet. Punta heißt Punkt bzw. Spitze, daher heißt es auch nicht Cala, also Bucht oder Playa, Strand, sondern Punta Galera, also die Spitze, und zwar Galera kommt von Galere. Und wenn man hier steht und nach links schaut, dann sieht man, was damit gemeint ist, denn rechts und links fallen hohe Felsen Richtung Wasser ab, die verschiedene Plattformen gebildet haben, von denen aus man sehr gut ins Wasser springen kann oder dort liegen kann. Jedenfalls ist das hier kein klassischer Strand mit Sand oder Ähnlichem, sondern ein ganz spezieller Ort für spezielle Menschen, die auch die richtigen Schuhe anhaben, denn um an diese Stellen zu gelangen, muss man mitunter doch etwas klettern oder den einen oder anderen Felsvorsprung überwinden. Der Strand eignet sich also perfekt für Adrenalin-Junkies, die von den hohen Klippen springen möchten, oder auch zum Tauchen ist dieser Ort sehr gut geeignet. Zum Entspannen und zum Sonnenbaden laden die flachen Felsen ein, und der Blick auf das glitzernde Meer ist einfach unbezahlbar. Die Felsnischen sorgen für FKK-Liebhaber beim Nacktsonnen für eine gewisse Privatsphäre. Viele behaupten, es handelt sich hier um einen der schönsten Plätze auf Ibiza. Wer diese Sehenswürdigkeit besuchen möchte, dem sei empfohlen, doch auf jeden Fall festes Schuhwerk anzuziehen, um eben bis zu den Felsplattformen sicheren Fußes zu gelangen.
Der felsige, naturbelassene Badeplatz an der Westküste war mal ein echter Geheimtipp, auch für viele Promis. Doch Geheimnisse gibt es in Zeiten von TripAdvisor und ähnlichen Plattformen natürlich nicht mehr. So ist auch die Punta Galera ganz, ganz stark in Mode gekommen. Gerade auch bei Selfie-Jägern oder Menschen, die auf Instagram den ultimativen Ibiza-Shot veröffentlichen möchten, die kommen um die Punta Galera also nicht herum. Liegestühle gibt es hier nicht, Gastronomie gibt es hier auch nicht. Also alles, was Sie für den Strandtag benötigen, müssen Sie selbst mitbringen. Denken Sie an Wasser, an eine Kopfbedeckung, an festes Schuhwerk, Sonnencreme, allgemein eine gute Unterlage, denn der Grund ist nun mal felsig. Sie liegen auf den blanken Felsen. Wenn Ihnen das nichts ausmacht, dann gehören Sie zum Kreis der hartgesottenen und eingefleischten Punta Galera Liebhaber. Also, auf Serviceleistungen müssen Sie hier komplett verzichten. Es gibt keine Toiletten und keine Mülleimer. Es ist ein naturbelassener Ort und alles, was Sie mitbringen, sollten Sie idealerweise dann auch wieder mit nach Hause nehmen und nichts zurücklassen, denn es fehlt eben auch ein Strandservice, der abends da rumgeht und möglicherweise aufräumt. Der Ausflug hierher lohnt sich auf alle Fälle. Denn wenn Sie es bis hierher geschafft haben, dann haben Sie von diesem Spot auch aus einen der unglaublich eindrucksvollsten Sonnenuntergänge, die man hier an der Westküste von Ibiza, sprich auf der Höhe von San Antonio und den darum liegenden Buchten aus erleben kann. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß in der Punta Galera und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Video und unserem kleinen nächsten Strandtipp auch wieder dabei sind. So, das war mein heutiger kleiner Abstecher an den Strand und ich fühle mich wie neu geboren. Die pure Freiheit auf Ibiza fühlt man dort am besten, wo man die Energie der Sonne, Erde, der Luft und des Meeres einfach nur aufsaugen kann. Die Insel Ibiza hat so viele Facetten wie Strände und jeder ist wunderschön und einzigartig. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Barfußtest wieder dabei sind. Die GPS-Koordinaten und den Google Maps-Link zu diesem Strand finden Sie übrigens unten im Textfeld unter dem Video. Dort können Sie auch auf den Ibiza-Kurier-Link klicken und das Ibiza-Strände-E-Book runterladen. Oder 3 Ausgaben der Deutschen Lokalzeitung für Ibiza und Formentera zum kostenlosen Probelesen als E-Paper. Also, hasta luego und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hier im Netz oder am nächsten Strand, mit den Füßen im Wasser.